Hallo, begrüße. Ja, in der vergangenen Woche ist alles Mögliche passiert. Wir schauen uns da so ein paar Hintergründe an, warum dieses oder jenes gewesen ist. Ja, aber wir starten in Kürze. Als erstes machen wir da mal den Vergleich. Was ist überhaupt alles passiert in dieser Woche? Wir sehen hier da ja sehr, sehr, sehr starke Bewegungen in die eine wie auch in die andere Richtung. Das Öl, das nach oben gegangen ist, der Bitcoin, der nach unten gefallen ist, um die 7% in etwa. Hier auch der Hintergrund, warum dies so gewesen sein könnte. Aber dazu später mehr, wenn die Rubrik Bitcoin dran ist. Dann nachher hier das Öl, das nehmen wir auch raus. 5% nach oben. Und hier jetzt ganz eindrucksvoll einerseits das Gold, das allen davon gelaufen ist von diesen verbliebenen dreien. Und jetzt die Indizes. Die blutrot bis zum Donnerstag. Ja, blutrot ist übertrieben vielleicht, aber sehr, sehr, sehr stark im Minus gewesen sind, eben um die 2,5% die Nasdaq in etwa. Auch der Dow Jones hat sich etwas nach unten bewegt, aber nicht so stark wie der DAX, der auch da drunter gefallen ist. Und dann auch schon bereits gestern, ja, die ersten Schübe nach oben. Warum, weshalb, schauen wir uns dann nachher auch gleich an. Und heute ist es noch einmal kräftiger nach oben gegangen. Am vergangenen Mittwoch habe ich euch diesen Chart gezeigt, wo ich davon gesprochen habe, ja, da haben wir jetzt da schon eine Bewegung, eine relativ starke Bewegung nach unten gehabt. Jetzt, da könnte eigentlich da wiederum eine Gegenbewegung anstehen. Ich habe den Chart noch nicht abgedatet. No. Oh, jetzt ist er sogar kleiner geworden. Aha, müssen wir wieder größer machen. Das besser sehen. Ja, wir sehen es leider gesagt eh nicht so schön, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Aber was will ich zeigen? Ja, es gibt tatsächlich jetzt diese Gegenbewegung. Diese Gegenbewegungen sind eigentlich normal in einer Abwärtsbewegung, aber da diese Gegenbewegung schon relativ früh jetzt da startet, nicht hier in der Mitte, könnte dann noch einmal eine stärkere Bewegung daraus werden unter Umständen. Wer sich zurückerinnert an den Mittwoch, habe ich davon gesprochen, bei der Nasdaq, ja, die rote Linie müssten wir da darunter bleiben, beziehungsweise auf Discord haben wir darüber gesprochen, dass man hier darunter bleiben muss, beziehungsweise diese Trendlinie, schaut euch das Mittwochsvideo an, im Free-Bereich habe ich auch darüber gesprochen. Diese Trendlinie unterschritten, dann ist das Ganze eine Bullenfalle. Aber ich habe da schon langsam da meine Zweifel, ob das nur ein Retest sein wird. Und so ist es jetzt auch gewesen. Also wir hatten da einen Test dieser Trendlinie und auch dieser Querlinie und gehen jetzt da relativ kräftig sogar nach oben. Wie weit kann das Ganze gehen? Ja, vorerst einmal bis da hierher. Bis zu dieser inneren grünen Linie, das wären da jetzt dann noch etwa 120 Punkte oder sogar noch ein bisschen höher. Aber das besprechen wir dann auch am Sonntag. Ähnliches Bild haben wir beim Dow Jones. Auch da sahen wir hier eine Gegenbewegung. Was war jetzt da nun wirklich der Auslöser? Soweit ich das jetzt daraus gelesen habe, einer der Gouverneure der US-Notenbank, also des Boards, nicht der Präsident, sondern sprach eben darüber, dass man womöglich aufgrund der rückläufigen Inflation die nächsten Zinsschritte oder der nächste Zinsschritt doch etwas moderater sein könnte. Und natürlich war das sofort der Treibstoff, sodass wir dann auch erst da tatsächlich nach oben gegangen sind. Allerdings, und da muss ich auch schon ein bisschen warnen gleich vorweg, das hatten wir bereits hier. Ja, da ist das wirklich ein Sprung nach oben, dann etwas in Stocken geraten und danach sind wir doch wieder runtergefallen. Also solche Sprünge sahen wir schon bereits öfters.
Hier die rote Linie, auch die haben wir am Mittwoch besprochen, wo ich gesagt habe, ja, da sind wir so schön nach unten gefallen, aber das ist nicht so schön gelaufen wie bei der Nasdaq. Da müssen wir uns einmal reinkämpfen. Dann ist durchaus die Chance hoch, dass wir da bis an das äußere Maximum, sprich da nach oben laufen. Und danach wird neu gewürfelt. Okay, gut. Das nächste, was wir uns jetzt da anschauen, ist eine Aktie, die meiner Meinung nach gar nicht so uninteressant ist. Ja, eine Aktie, das ist ein Ride. Welche das genau ist, ja, das wird im Premium-Dienst am Sonntag besprochen. Nur vorweg, diese Aktie bildet jetzt da scheinbar einen Boden aus. Könnte aber noch einmal ein bisschen tiefer fallen, wo man nachkaufen könnte. Ein schöner Dividendenzahler ist es zudem auch noch. Aber wie gesagt, am Sonntag sprechen wir daran drüber. Das nächste, was wir uns anschauen, ist der DAX. Ich sehe gerade bei meiner Aufnahme, da ein bisschen viel Licht habe ich da erinnern jetzt. Daher ist mein Gesicht relativ hell, aber egal jetzt. Das Wichtige ist ja, dass ihr die Charts seht und nicht mich. Er schaut sich das jetzt sowieso mal ab. Jedenfalls auch am Mittwoch haben wir davon ge oder habe ich davon gesprochen, ja, diese Trendlinie muss gebrochen werden und da muss man drunter bleiben. Und auch heute auf Discord habe ich auch darüber noch einmal gesprochen. Ja, wir sind da tatsächlich darunter gefallen, aber kämpften uns bereits schon am Donnerstag nach oben. Und jetzt da einmalige Situation, die wir eigentlich seit letzten Ja, seit Donnerstag, den 2. Februar, also über einen Monat nicht hatten bisher, rangelaufen, also diese Linie habe ich ja schon vorher eingezeichnet gehabt, rangelaufen, Abprall, wieder hoch, nicht darüber geschlossen, wieder runter und hin und her. Was sehen wir jetzt da? Ja, jetzt wird die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, aber da mache ich hier noch einen kleinen Zwischenschritt hinein. Dass wir zumindest jetzt einmal bis hierher kommen und sollten wir da auch noch einmal drüber kommen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass wir bis zum All-Time-Hoch laufen. Zumindest beim DAX wäre dies dann durchaus möglich. Eine Anmerkung auch noch dazu. Es wird in Kürze, ich glaube am Montag ist es dann auch soweit, die Linde den DAX verlassen. Die Linde, die eigentlich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen in einer Seitwärtsphase gewesen ist. Die Linde ist, soweit ich jetzt mich richtig erinnere, um die 12 oder sogar 13, 14% im DAX gewesen. Also ein bedeutendes Schwergewicht. Jetzt erfolgt an zweiter Stelle, ich glaube mit 9 oder sogar fast über 10% SAP dem Ganzen. Und wird die höchstgewichtete Aktie werden, die ja sowieso gewaltig zulegt oder eher aufgrund der Tech-Situation und so weiter zulegen könnte. Und das könnte dann nachher wirklich der Treibstoff sein, dass wir dann nach oben laufen zum All-Time-Hoch. Zum Schluss schauen wir uns jetzt noch die Rohstoffe an, bevor wir zum Bitcoin kommen. Rohstoffe, ja, da sind wir nicht mehr darunter gefallen. In meinem Premium-Dienst habe ich da ausgegeben, die Short-Bewegung hier unten zu schließen und in eine Gegenbewegung, die allerdings jetzt da schon meiner Meinung nach relativ hoch gegangen ist, wiederum auf fallende Kurse zu setzen. Ein Short-Signal gab es noch nicht, weil ich hier eigentlich ein schönes Entry, sprich eine Trendumkehr sehen möchte. Aber jetzt einmal in diesem 5-Tages-Kerzentrend da nach oben sehe ich da eigentlich mit dem Überschreiten dieser Linie eh da jetzt sogar ein Hochlaufen bis hier da nach oben. Das heißt, Short ist offensichtlich momentan auf Eis gelegt. Wer da von hier nach oben bis der hier da nach unten dabei gewesen ist, ja, der hat immerhin um die $55 an Bewegung mitgenommen. Na, stimmt ja gar nicht mehr. An die $155 mitgenommen. Ja, jetzt muss man ganz einfach abwarten. Kommen wir da auch noch hoch, dann wird sicherlich Rücksätze geben und dann können wir noch einmal höher. Und dann ist diese Überlegung vorerst wirklich auf Eis.
Das nächste ist dann noch das Öl. Auch da eine interessante Situation, die ich auch bereits mahnend am vergangenen Mittwoch hingewiesen habe. Das Thema Short ist gewissermaßen vom Eis, jetzt da sowieso nachdem es den Ausbruch gegeben hat, aber auch die Short-Bewegung, die ihr von hier her oben, von diesen 120 bis da hier dann nach unten gefolgt ist, wurde die Position sowieso geschlossen. Und ich wollte deinen Bruch nach unten sehen, aber das spielt es momentan nicht. Auch hier abwarten ist sicherlich eine gute Idee. Und zum Schluss kommen wir jetzt wirklich zum Bitcoin. Allerdings, dieser ist ja abgestürzt, wie wir vorhin gesehen haben. Warum? Wir sehen das Ergebnis hier. Und zwar handelt es sich hier um ein Unternehmen, welches im digitalen Bereich oder in dieser digitalen Branche, sprich Coins und so weiter, Kryptowährungen aktiv ist. Sprich eine Bank in diesem Bereich, Silvergate Capital, hat gröbere Probleme scheinbar und ist gewissermaßen im freien Fall. Diese Aktie wurde immer wieder gefragt. Ich kann mich noch erinnern, da herüben 2022 wurde schon darüber das eine Mal gefragt. Ich habe aber auch noch eine ältere Prognose auch noch gefunden aus dem Jahr 2021. Das haben wir hier rum im November gewesen, wo ich ja bereits damals, als der Bitcoin auch so ein Doppeltop gebildet hat, ja, auch diese Aktie empfohlen, lieber zu verkaufen. Da ist etwas im Argen und das Ganze wird da wieder Bitcoin zusammenklappen. Interessanterweise bin ich auf diese Aktie gekommen, weil jemand mich auf Aktientipp kontaktiert hat, der tatsächlich hier herr oben seine Aktienposition, die er hier da unten eingegangen ist, verkauft hat und mir da tausendmal Dank zugesprochen hat, dass er die wirklich fast nahe dem Hoch verkauft hat. Ja. Jetzt muss ich mal gleich einmal Headserver ausrechnen. Ich glaube, er hat irgendwo da 2020 gekauft. Und der Herr Rom, ja, 1400% hat er da erzielt. Also ein schöner Schnitt. Jetzt da ist die Aktie im freien Fall und könnte, ja, sogar nachdem hier die Ansage gekommen ist, die eigene Existenz in Gefahr ist und so viele Kapitalabflüsse stattgefunden hat. Auch die Hälfte der Belegschaft wurde gekündigt. Ja, ist da jetzt in dieses fallende Messer? Sicherlich kann man da reingreifen. Es war heute schon eine satte Gegenbewegung zu sehen. Machen wir das in den Tageschart? Das ist der Tageschart. Nichtsdestotrotz, diese Aktie ist etwas für Spieler, die da ganz einfach dabei sind. Sicherlich nichts für all jene, die da glauben, kaufen und halten. Ja, 20% heute auf die Schnelle, 27% im Hoch. Nur ehrlich, wer erwischt das Tief und wer erwischt das Hoch? Also ich rate da größten ab, ganz einfach sich da hier zu positionieren. Vielleicht, wenn unten, wenn wir im Penny Stock Bereich sind, weiß ich nicht, $100 reinzuschmeißen und die gleich als Konkursmasse abzuschreiben. Vielleicht gibt es da einen Revival, aber mehr so eine Spielaktie. Schauen wir uns den Bitcoin jetzt tatsächlich auch noch an. Da sehen wir, da ist die Nachricht gekommen. Das ist ein 4-Stunden-Chart. Das ist, glaube ich, hier rum schön zu lesen. Diese Linie übrigens, die habe ich vorher schon eingezeichnet gehabt. Auflage Punkt 1 und 2, hier 3. Und danach sind wir jetzt tatsächlich durchgerauscht. Müsste auch sogar auf Discord irgendwo zu finden sein, wo ich diesen Chart schon einmal gezeigt habe. Seit hier heroben empfehle ich sowieso eher die Shortseite oder überhaupt die Shortseite aufzusuchen. Wer sich dann noch erinnert, da hier eingezeichnet in Rot, müsste auch im Mitkobox-Video zu finden sein. Ja, das könnte unter Umständen der nähere Weg sein. So, ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche, beziehungsweise Wochenende, würde ich eigentlich sagen. Abschließend noch ein Blick dahinter die Indikatoren. Ja, der Jänner war eigentlich ein schwaches Monat meinerseits. Es ist ein Live-Geld, ein Echtgeld-Depot, was ich da ganz einfach führe. Februar war nicht so schlecht, 44%. Auch dieses Monat hat schon einmal gut gestartet. Ich bin halt da größtenteils im Tech-Bereich unterwegs, sehen wir da die Nasdaq, mein
Lieblingsinvestment trotzdem macht er die Apple-Aktie ein bisschen und hat dann noch ein paar andere Sachen, wurden da auch noch gehandelt. Okay, gut. Wie gesagt, nächste Woche Mittwoch, das habe ich schon letzten Mittwoch gesagt, ist das Problem, dass ich da unterwegs bin und daher am Laptop einen relativ kurzen Überblick abhalten werde. Und auch auf keine Einzelaktien und so weiter eingehen kann, zeitlich und vermutlich auch technisch bedingt. Und daher wird es eine kurze Sache werden. Okay, tschüss.